Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Secret Files Tunguska. Ja, wir sind jetzt in der letzten Folge. Irgendwie hänge ich hier immer wieder im anderen Bildschirm mit meinem Pfeil. Wir sind in der letzten Folge hier zu diesem Berg gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, ob das der Himalaya war oder so. Ich weiß es echt nicht mehr. Und haben hier schon einiges gesehen und doch nicht gesehen. Hier sind so komische Löcher, hier ist ein Schädel. Und hier sind verschiedene Durchgänge. Irgendwie erinnere ich das doch sehr an Loom. Ach stimmt, sie hatte den Teddy. Schauen wir uns erstmal die Nachricht an. Oh, hallo? Ich würde gerne wissen, worum es hier Ein geht. Auszug aus dem Reisebericht eines gewissen Dr. Evans. Meinem Vater war die Beschaffung dieses Berichts so wichtig, dass er extra alle Dokumente, die sich mit diesem Thema befassen, kodiert hat. Okay, also der Reisebericht 23.10.1947. Ich bin erst wenige Monate hier in Nordindien und habe schon dreimal Gerüchte über ein mysteriöses Bergvolk gehört. Der Stamm der Zopa, ich kann es nicht aussprechen, soll völlig zurückgezogen in einer besonders unwegsamen Legion des Himalayas leben. Ach, ich war richtig. Das Besondere an diesem Volk soll sein, dass sie hypnotische Fähigkeiten besitzen. Ah, welche sie ihren heiligen kreisrunden Artefakten verdanken sollen. Mithilfe dieser sonderbaren Kräfte sei es den Zopa möglich, sich vor Eindringlingen zu schützen. Ja, das ist doch schon mal sehr interessant, weil so diese, ja gut, hypnotische Fähigkeiten sind es, glaube ich, nicht, aber so übernatürliche Fähigkeiten hatten die Kapuzenträger ja auch. Ach, das ist übrigens ein Datum, sich. Sehe ich gerade, das war der 23.10.1947, glaube ich. So, und jetzt der 12.05.1949. Meine Neugier ist schon alt, aber meine Träume sind wieder erwacht. Denn jetzt habe ich es endlich geschafft, eine Expedition auf die Beine zu stellen. Leider sind die Wegbeschreibungen in das verborgene Tal der Tuzopa nur sehr vage. Aber ich werde es versuchen. Ich muss es einfach. Ja, oh, hat immerhin fast 2 Jahre gebraucht, ne? So anderthalb Jahre ungefähr, bis er überhaupt dahin kam. 30.07.1949. Wir sind aufgebrochen. Wenn du die Hälfte der Erzählungen über die übernatürlichen und hypnotischen Fähigkeiten der Tuzopa wahr sind, dann stehen wir alle kurz vor der größten wissenschaftlichen Sensation seit der Entdeckung der Pyramiden von Gizeh. 10.08.1949. Seit Tagen dringen wir immer tiefer in die schroffe und eisige Bergwelt des Himalayas vor. Ich gebe zu, manchmal spüre ich den Drang, einfach umzudrehen. Es ist wie eine innere Stimme, aber mein Wille ist stärker. Noch. Oh Gott. 14.08.1949. Diese feigen Hunde. Heute haben sich meine Träger einfach aus dem Staub gemacht. Sie rannten davon wie aufgescheuchte Hühner. Zwei von ihnen stürzten in den Tod. Ob es die anderen schaffen werden, weiß ich nicht. Habe auch keine Zeit, mich mit ihnen weiter zu beschäftigen. Ich muss weiter. 16.08.1949. Seit 2 Tagen bin ich jetzt alleine unterwegs. Die Ausrüstung musste ich größtenteils zurücklassen. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass sie immer schwerer wird. Ich müsste mehr Ballast abwerfen, aber ich habe keinen mehr. 19.08.1949. Ich bin müde, so unendlich müde. Ich weiß, dass ich weiter muss, aber ich weiß nicht wie. Ob ich jemals meine Tochter wiedersehen werde? Irgendwann im August 1949. Wie lange habe ich hier gelegen? Ich erinnere mich noch ganz verschwommen, dass ich mich über einen Felsvorsprung gezogen habe. Alles um mich herum war nur noch weiß und dann wurde alles schwarz. Jetzt lichtet sich langsam wieder der Schleier vor meinen Augen. Ich sehe eine Höhle. Aber meine Beine weigern sich aufzustehen. 2.9.1949. Ich liege in einem britischen Lazarett im Norden Indiens. Man hat mir erzählt, dass ich vor 10 Tagen vom tibetanischen Mönchen am Ufer eines Flusses nahe der Stadt Lhasa bewusstlos aufgefunden wurde. Da ich starkes Fieber hatte, haben mich die Mönche anscheinend gepflegt und mich dann schließlich in das Militärlazarett gebracht. 4.9.1949. Man berichtete mir, dass ich häufig wirre Satzfetzen von mir gegeben habe. Die Mönche haben meine Worte mitgeschrieben. Der thronende Wächter, er sieht alles und er kommt von weit her. Was bedeuten diese Worte?
Und was ist das für eine seltsame Skizze, die ich hinten in den Reisebericht geklemmt habe und die angeblich von mir stammt? Sieht aus wie ein Sternzeichen. Ich versuche verzweifelt, mich zu erinnern, aber es gelingt mir einfach nicht. 30.11.1953. Also 4 Jahre später. Viel Zeit ist vergangen. Zeit, in der ich nach meinen Erinnerungen gesucht habe. Vergeblich. Mir bleibt keine Wahl. Ich muss zurück. Ich werde sofort versuchen, eine neue Expedition zusammenzustellen. 27.03.1955. Ich habe alles beisammen. Eine Karte der Region, ein paar Wissenschaftler, die benötigten Träger. Aber ich kann nicht aufbrechen. Stattdessen muss ich mich mit reichen Idioten rumschlagen, die mir nicht glauben und meine Expedition nicht finanzieren wollen. 1.09.1959. Wenn jetzt kein Wunder geschieht, wird mein Lebenswerk nie vollendet werden. Die reichen Schnösel wollen mir tatsächlich kein Geld geben. Und auch die Banken weigern sich. Sie verbannen das faszinierende Volk der Tuzopa in das Reich der Mythen und Legenden. Wenn ich mich nicht irre, ist das doch das Bild mit... War das ein Auge oder was? Ich weiß es nicht. Aber... auf jeden Fall das Bild, was sie ihm geschickt hatte, also dem Max geschickt hatte. Kann das sein? Alle drei Löcher und das Meer haben wir ja wirklich nicht. Ohne Oleg hätte ich diese Höhle wohl nie gefunden. Ja. Ein kleines, kreisrundes Loch im Fels. Sagst du bei den anderen wahrscheinlich ein auch. Ein klein... Ne? Ja, dachte ich mir schon. Könnte von einem Jack stammen. Ja, ja gut, die Nachricht, die werde ich da wahrscheinlich jetzt nicht benutzen. Moment. Okay. Ich kann das Teil ohne Probleme in die Öffnung schieben. Passiert aber nichts. Ja, dann mach's doch mal mit der anderen Öffnung. Einfach mal so spaßeshalber. Ich kann das Teil... Okay, dann geh mal ein Stück zur Seite, dann kann ich das unten nochmal ausprobieren. Aber ich denke mal nicht, dass das jetzt passen wird, deswegen. Ich kann das Teil... Okay, das können wir wahrscheinlich auch nicht zusammen machen, ne? Den Teddybären vielleicht aufspießen oder so, keine Ahnung. Ich weiß auch immer noch nicht, wofür wir die Zwiebel eigentlich benötigen. Ich meine, vielleicht müssen wir denen nachher ein Essen kochen, irgendwie eine Zwiebelsuppe oder so. Keine Ahnung. Okay, Relief. Hier wurden Muster in den Fels gehauen. Was für eine Bedeutung die wohl haben mögen? Das wäre jetzt vielleicht hilfreich, wenn wir das wüssten. Ein ganz schöner Brocken. Oh, viel zu schwer. Den kann ich nicht bewegen. Was ist denn da? Der arme Kerl muss da reingefallen sein. Ob der zu den Mitgliedern der Expedition meines Vaters gehörte? Da komme ich von hier aus nicht ran. Ja, das ist mir schon klar. Das Wasser ist kristallklar und bestimmt schweinekalt. Frage ist, ob man jetzt von unten so einen Durchgang hat. Sonst kann man hier jetzt nichts machen, oder was? Kann ich denn hier vorne noch rum? Nee, ich kann nur raus. Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Ohne Oleg hätte ich diese Höhle wohl nie gefunden. Oleg steht Schmiere. Er wird mir schon rechtzeitig Bescheid geben, falls es Probleme geben sollte. Und ich kann nicht wechseln auf ihn. Gott. Wollt ihr mich verarschen? Also ich denke mal, dass ich jetzt erstmal das hier unten kriegen muss, aber ich kann ja auch nicht mit dem Ding irgendwie da rumstochern oder so. Ich denke mal, dass das wahrscheinlich irgendwas mit dem... Ich kann ja auch nicht runtergehen oder so, dass das angezeigt wird, ne? Der Zwiebel abwaschen oder sowas. Woher soll ich denn wissen... Ja, kann man doch nichts machen mit den Dingern hier. Ich meine, was mache ich mit... Gut, das Handy lasse ich mal außen vor. Mit einer Zwiebel, einem Teddybären und einer Fleischgabel. Wie kriege ich das jetzt hin, dass ich damit entweder was mit dem Wandrelief mache oder mit dem Teddybären oder mit der Zwiebel? Wollt ihr mich verarschen jetzt mal ohne Scheiß? Ich kann auch nicht hier hintergehen oder so, ne? Das
es da irgendwie so eine versteckte Treppe gibt oder irgendwas. Viel zu schwer. Den kann ich nicht bewegen. Ein ganz schöner Brocken. Verraten und vergessen. Max ist zu der Verabredung mit Nina nicht erschienen. Hat er sie ausgenutzt? Nein, hat er nicht, du dumme Kuh. Ja, Rätselhilfe gibt es natürlich nicht, weil wir kein Rätsel haben. Können wir das Ich Handy? habe hier keinen Empfang. Ja, was auch sonst wieder. Wir können ja aber auch nichts miteinander kombinieren. Vielleicht den Teddy aufspießen und nach unten werfen? Keine Ahnung. Jetzt mal ohne Scheiß, was soll man hier machen? Hier wurden Muster in den Fels gehauen. Was für eine Bedeutung die wohl haben mögen? Das würde ich gerne mit dir rausfinden, aber das kann ich ja nicht, weil ich hier gar nichts machen kann. Teddy ertränken können wir auch nicht, ja? Eine lange und spitze Fleischgabel. Es muss doch irgendwas. Nee, ich will das nicht auf. Das kann man aufheben, die Nachricht? Okay. Das Ein verwirrt mich jetzt Auszug gerade aus ein dem bisschen. Reisebericht eines gewissen. Ja, ich wollte eigentlich nur noch mal. Also, ich habe irgendwie das Gefühl. Also, wir brauchen die Skizze auf jeden Fall. Das würde ich definitiv sagen, aber. Kann sie sich auch nicht angucken oder so? Kann natürlich sein, dass wir die erst später noch brauchen. Was sind das denn für Löcher? Ein kleines kreisrundes Loch im Fels. Ja, danke. Moment, kann man den mitnehmen? Ah, das ist schon mal gut. Man kann den mitnehmen. Ah. Ach so, jetzt haben wir die auseinander gemacht. Können wir mit dem Flock irgendwas erreichen? Aber wollen wir den? Doch, dann füllt sich das mit Wasser, oder? Wenn ich das Loch treffe. Glück gehabt, dass es noch einen weiteren Abfluss gibt. Sonst würde die ganze Höhle vermutlich schon unter Wasser stehen. Ah, perfekt. Ob wir das jetzt noch lesen können, weiß ich allerdings nicht. Ach, das ist ein Tascher, das ist gar nicht zum Lesen. Huch, ein Knochen. Okay. Sieht seltsam aus, irgendwie unnatürlich. Ja, klar, unnatürlich. Der sieht aus wie ein Schlüssel. Okay. Aber den können wir jetzt nicht hier benutzen. Wahrscheinlich vorne in den Löchern irgendwo, denke ich mal, ne? Ah, dann probieren wir das doch mal aus. Der Knochen hat sich irgendwo verhakt. Ich kriege ihn nicht mehr raus. Das ist schlecht, aber irgendwas hat sich getan. Ha! Eine seltsame Stimmung geht von diesem Raum aus. Ich kann sie nicht genau beschreiben. Unwirklich, als ob man eine andere Welt betreten würde. Oh Gott, das sieht mir so nach einem Rätsel aus. Scheiße. Oh, das ist gemein. Das ist so scheiße. Jetzt müssen wir wieder, oder? Nee, müssen wir nicht. Moment, ich habe das Ding nämlich eben abfotografiert. Haha. was er mir aber nicht anzeigen will. Doch, jetzt. Also, das ist das. Das heißt, von da müssen wir hier schräg nach oben und ganz nach oben. Wenn das jetzt das ist, das weiß ich jetzt natürlich nicht. So, theoretisch müssten wir dann hier was haben. Da. Das schräg runter. Und so. Anscheinend nicht. Ah! Okay, und jetzt? Da oben ist was aufgegangen, ne? Merkwürdige Scheibe. Sieht eigentlich eher unscheinbar aus, aber sie fühlt sich warm an.
Und ich habe das Gefühl, als ob irgendeine seltsame Energie davon ausgeht. Ich werde sie mal Oleg zeigen. Vielleicht hat er ja eine Idee, was wir jetzt damit machen sollen. Oleg zeigen. Können wir nicht vorher irgendwas ausprobieren hier? Ich würde das gerne ohne ihn machen, deswegen... Ja, anscheinend nicht. Na gut. Oleg, zu dir wollte ich gerade. Ich sehe, du hast es tatsächlich geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben uns nicht in dir getäuscht. Danke. Was meinst du mit... Ich wusste es. Das erkläre ich dir später. Der Chef wartet. Kamburski an Station. Er bitte Landeerlaubnis. Ich wusste es. Oleg. Ich habe gehört, du hast dieses Metallding wirklich gefunden. Hi, Sergei. Ja, es lief eigentlich alles wie erhofft. Die Kleine war echt gut. Ausgezeichnete Arbeit. Der Chef wird begeistert sein. Was machen wir jetzt mit ihr? Die Befehle vom Chef waren doch eindeutig. Ist das wirklich nötig? Naja, schon ein bisschen schade um den süßen Hintern. Aber mit ein bisschen Glück bleibt er im Eis ja auch noch etwas länger frisch. Und jetzt dreh das Wasser auf. Okay. Kommt nichts. So ein Dreck. Ist das verdammte Ding schon wieder kaputt. Lass uns mal nachschauen, woran es liegt. Wir sollten uns aber beeilen. Der Prototyp ist nämlich so gut wie einsatzbereit. Und der Chef wartet schon auf uns. Und die Kleine? Sind ja nicht ewig weg. Wir kümmern uns später um sie. Hier fehlt ein Teil. Sieht aus, als ob es rausgerissen wurde. Sabotage? Könnte durchaus sein. Kümmere dich drum. Ich muss zurück zu unserem wissenschaftlichen Genie. Geht klar. Oh Gott, mir tut alles weh und mir ist tierisch kalt. Wo bin ich hier eigentlich? Ich kann mich nur dunkel daran erinnern, dass Oleg mich niedergeschlagen hat. Aber wieso? Ich hatte wirklich gedacht, dass ich ihm vertrauen könnte. Wieder mal falsch gedacht. Jetzt habe ich auch keine Sachen mehr und nix. Ja gut, mein Handy ist klar, dass sie mir das abnehmen würden. Ja, dann würde ich schon fast sagen, da wir jetzt aus dem Himalaya raus sind, oder zumindest jetzt aus dem Bergteil, wo wir jetzt eben waren, ich denke mal, dass das hier ein ganz anderer Ort ist, muss ja auch, die sind ja auch geflogen, dass wir hier mal einen kleinen Cut machen und dass wir, dann in der nächsten Folge versuchen werden zu entkommen. Oh, das Ganze spitzt sich hier gerade so ein bisschen zu. Ich bin schon nervlich wieder komplett am Ende hier. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge und natürlich auch auf euch. Bis dann. Ciao.